Die Kontinuität des Objekts ist etwas sehr Seltsames. Während einer bestimmten Zeitspanne in der Kindheit hat der Mensch nicht das Konzept der Kontinuität des Objekts. Das heißt, ein Baby versteht nicht, dass ein Gegenstand da ist, wenn es das Objekt nicht sieht. Alles um ihn herum existiert nicht, wenn das Baby da nicht hinschaut. Klingt etwas seltsam, aber dies ist eine der Grundlagen der klassischen Physik. Wenn ein Objekt existiert, existiert es, ohne dass man es ansehen oder messen muss. Es ist einfach da. In der Quantenmechanik aber nicht. Wenn man nicht hinschaut, ist es nicht da. Ein Beispiel. Ihr habt ein Auto und einen Fußball. Auch wenn du nicht weißt, welches der Fußball und welches das Auto ist. Solange man nicht hinschaut, ist das Auto sowohl ein Fußball als auch ein Auto. Und zwar zur gleichen Zeit. Und der Fußball ist sowohl Auto als auch ein Ball. Diese Sichtweise, nichts existiert, wenn wir nicht hinschauen, gilt natürlich nicht für das Makrouniversum, das heißt für große Materie, die aus Neutronen, Elektronen, Protonen bestehen. Hier ist die klassische Physik noch gültig. Aber wenn wir zum Quantenuniversum hinübergehen, fasst Niels Bohr, einer der wichtigsten Namen auf diesem Gebiet, es wie folgt zusammen. Wenn man keine Beobachtungen macht, hat es keinen Sinn, über die Realität im Universum zu sprechen. Und wenn man keine Messungen durchführt, haben Quantensysteme, das heißt Teilchen wie Elektronen und Photonen, alle möglichen Eigenschaften gleichzeitig. Wie der Ball und das Auto. Und es hat einen Namen, Superposition. Kurz gesagt bedeutet das, dass ein Teilchen alle Eigenschaften hat, die es haben kann, wenn es nicht gleichzeitig beobachtet wird. Woher stammt aber diese Theorie? Von einer Katze. Ja, richtig gehört, Schrödingers Katze. Ihr wisst schon, die Katze, die gleichzeitig tot und lebendig ist. Es war ein Gedankenexperiment, ein Experiment, das er eingerichtet hat, um das Phänomen der Superposition im wirklichen Leben zu veranschaulichen. Es ist eine Beschreibung des Doppelspaltexperiments, das ich bereits erwähnt habe. Um es zum besseren Verständnis einfach zu formulieren, sagt er zusammenfassend Folgendes. Stellt euch vor, ihr steckt eine Katze in eine Kiste, gibt eine radioaktive Substanz in diese Kiste und stellt ein Gerät zur Messung dieser Substanz auf. Wenn die Atome dieser radioaktiven Substanz zerfallen, stirbt die Katze an dem Gift, das dabei freigesetzt wird. Hier liegt das Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Atome in diesem radioaktiven Material innerhalb einer Stunde zerfallen, beträgt 50%. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze nach einer Stunde noch lebt oder tot ist, beträgt 50%. Aber kann man das wissen, ohne nachzusehen? Nein. Was passiert, wenn wir hinschauen? Die Katze ist entweder lebendig oder tot. Und wenn wir nicht hinsehen, sie ist sowohl lebendig als auch tot. Die Geschichte von der berühmten Katze sagt uns also genau das, worüber wir bereits gesprochen haben. Beobachtung verändert alles. Und in der Quantenwelt ist es nicht möglich, eine klare Antwort zu bekommen. Jedes Teilchen schwimmt in einem Ozean an Möglichkeiten. Wenn man hinschaut, hält man die Zeit an und sieht seinen Zustand. Wenn man nicht hinschaut, weiß man es einfach. Aber die Hauptsache ist folgendes. Diese Sache mit der Katze, auch wenn sie ständig erwähnt wird und sogar Gegenstand philosophischer Diskussion ist, hat nicht wirklich einen Trick. Zumindest für Niels Bohr, einen der Pioniere der Quantenphysik. Denkt mal an das Doppelspaltexperiment. Unser Blick, also eine bewusste Beobachtung, ändert nichts. Wenn wir einen Sensor anbringen, ändert sich etwas. Hyuzo Bohr beendet das Messgerät, das wir in die Kiste mit der Katze legen, bereits das Ergebnis. Wenn wir die Schachtel öffnen, hat sich eine der Möglichkeiten bereits verwirklicht. Als im Jahre 1935, dem Jahr, in dem dieses Katzenexperiment vorgeschlagen wurde, wurden die Dinge ziemlich chaotisch. Ratet mal, wer wieder seine Finger im Spiel hatte. Ja, Albert Einstein. In einigen Quellen, sogar in einigen Lehrbüchern, wird der Eindruck erweckt, Einstein sei gegen die Quantenphysik gewesen. Manche gehen sogar noch weiter und sagen, er sei dagegen gewesen, weil er es nicht verstanden hatte. Die Wahrheit ist, dass Einstein dieses Universum vielleicht viel besser verstand als alle Quantenphysiker. Und deshalb konnte er so gute Fragen stellen. Fragen, an die die Männer, die die Quantenphysik erfunden haben, nicht einmal gedacht haben. Sogar Schrödinger wurde tatsächlich von Einstein zu diesem Gedankenexperiment inspiriert. Einsteins Standpunkt zu diesem Thema wurde wie folgt zusammengefasst. Es gibt Dinge, die wirklich keinen Sinn machen. Genau dagegen hat er sich gewehrt. Er hat nicht gesagt, dass die Quantenphysik falsch ist. Er hat gesagt, dass sie noch nicht vollständig erklärt wurde. Dass sie unvollständig sei. Es muss zu allem eine Erklärung geben. Aus diesem Grund bombardierte er Quantenphysiker, insbesondere Niels Bohr, mit Fragen. 1935 passierte etwas. Einstein nahm alle Quantentheorien und Behauptungen, die bis dahin aufgestellt worden waren, interpretierte sie, dachte über sie nach. Zusammen mit zwei klassischen Physikern namens Boris Podolsky und Nathan Rosen wollte er ein langes Werk über ein Gedankenexperiment veröffentlichen, das wir heute als EPR-Paradoxon kennen, das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon. Über die Quantenverschränkung. In der Quantenphysik gibt es kein anderes Phänomen, das so absurd, so außergewöhnlich, so unvorstellbar, so grenzenüberschreitend ist.
Die Fragen, die Einstein mit der Quantenverschränkung stellte, ist folgende. Wenn man Berechnungen mit Quantenformeln durchführt, werden zwei Teilchen, die nahe genug beieinander sind, das kann ein Elektron oder ein Photon sein, das ist in fast jeder Situation in der Quantenwelt der Fall, zwischen diesen beiden Teilchen entsteht eine Bindung, eine Art Band, als wären es Geschwister. Aber stellt euch vor, dass diese beiden Geschwister genau entgegengesetzte Charaktere haben. Der eine ist ruhig, der andere ist sehr aktiv, der eine ist optimistisch, der andere pessimistisch. Elektronen haben aber keine Charaktereigenschaften. Gehen wir eine Eigenschaft durch, die wir kennen, die Rotation. Jedes Elektron dreht sich entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn. Es gibt nicht genau eine solche Drehung, aber dies ist für die Verständlichkeit. Nun wissen wir, dass wir es nicht wissen, bis wir es messen. Wenn wir es messen, wird eine der beiden offenbart. Eine Art Nabelschnur hat sich zwischen diesen beiden Teilchen gebildet, die wir einander näher gebracht haben. Sie wurden zu Geschwistern mit entgegengesetzten Charakteren. Trennen wir nun diese Teilchen. Aber wir tun einen sehr großen Abstand zwischen den beiden. Wir bringen sie viele tausende Kilometer voneinander entfernt unter. Und wir wissen, dass sie sich in Überlagerung befinden, bis wir es messen. Wir wissen nicht, wie sie sich drehen. Und wir messen eines dieser Teilchen. Und wir schauen nach. Dieses Teilchen dreht sich im Uhrzeigersinn. Und in diesem Moment wissen wir, dass das andere Teilchen sich gegen den Uhrzeigersinn dreht. Zur gleichen Zeit messen wir das andere Teilchen. Wir sehen es. Ja, das Ergebnis, es dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Wenn sich die eine im Uhrzeigersinn dreht, dreht sich die andere gegen den Uhrzeigersinn. Ganz gleich, wie groß der Abstand ist, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Aber das ist nicht normal, denn wir sprachen über klassische Physik. Und was ist konstant im Universum? Die Lichtgeschwindigkeit. Nichts kann sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, das wissen wir. Wir haben es unzählige Male getestet. Es ist nicht einmal möglich, die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Aber zwischen den Teilchen, die durch Kilometer oder sogar Hunderte von Lichtjahren voneinander getrennt sind, findet ein Nachrichtenaustausch statt. In Echtzeit. Das kann nicht möglich sein. Nicht soweit wir wissen. Es widerspricht allem, was wir wissen, alles, was wir gelernt haben. Deshalb nennt es Einstein Spooky Action at a Distance. Spukhafte Vorgänge in der Ferne. Ich meine, er hatte nicht Unrecht, es war gegen die spezielle Relativitätstheorie, die zufälligsten Gleichungen und Theorien der Geschichte, alle Gesetze des Universums. Es war gegen alles. Der wichtigste Punkt hier ist folgender. Einstein sagte nicht, dass die Quantenverschränkung nicht existiert. Er hatte sie bereits selbst theoretisiert. Er war sich bewusst, dass sie möglich ist, aber er hat versucht, ein Problem zu formulieren. Er sagte, meine Herren, die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, das müssen wir akzeptieren. Nichts kann sich schneller bewegen als sie. Keine Nachricht kann schneller übertragen werden, als die Lichtgeschwindigkeit es möglich macht. Deshalb sollten wir ihre Formel überarbeiten. Da stimmt etwas nicht mit der Mathematik, sagte er. Und er führte diese auf eine versteckte Variable zurück, die seiner Meinung nach jeder, der bis dahin über dieses Thema nachgedacht hatte, übersehen hatte. Natürlich hatte er auch eine eigene Theorie, aber er war sich nicht ganz sicher. Er glaubte nicht, dass es eine Superposition gab. Anders gesagt, wenn die Teilchen die Quellen verließen, war es eigentlich klar, welches Teilchen wohin zurückkehrte. Sobald wir sie einander näher bringen, geben sich diese Teilchen gegenseitig die Nachricht, als würden sie sich absprechen, dass das eine sich nach rechts und das eine sich nach links dreht. Denn es gab keine Möglichkeit, dass sich die Teilchen mit so vielen Lichtjahren Entfernung sofort Nachrichten schicken konnten. Ist eigentlich logisch, oder? Ich meine, jede andere Erklärung entspricht, wie wir bereits erwähnt haben, keinem Gesetz. Niels Bohr war sich da ziemlich sicher. Wir wussten, in welchem Zustand sich die Teilchen in dem Moment befanden, in dem wir sie gemessen haben. Wir konnten nicht wissen, dass es von Anfang an festgelegt war. Einstein hingegen sagte, messen Sie und Sie werden sehen. Wir konnten es nicht wissen, ohne es zu messen. Diese Diskussion wurde zu einem Teufelskreis. An einem Punkt verließ sie sogar die rein wissenschaftlichen Argumente und bewegte sich Richtung Philosophie. Wer hatte nun recht, Niels Bohr oder Albert Einstein? Leider sollte Einstein die Antwort auf diese Frage nicht mehr erfahren. Er starb 1955. Und verpasste dabei den spannendsten Teil dieser Geschichte. Als er starb, war die Antwort auf diese Frage, die Antwort auf die Frage, wer recht hatte, immer noch unbekannt. Nur ein paar Jahre nach seinem Tod würden wir es herausfinden, durch ein Experiment. Wir würden sehen, wer recht hatte und warum. Wenn er noch 10 Jahre gelebt hätte, hätte er es selbst gesehen, wenn er noch ein bisschen länger gelebt hätte. Vielleicht. Aus zeitlichen Gründen habe ich nicht mehr geschafft. Das werden wir in dem nächsten Video erfahren. Über eure Unterstützung freue ich mich sehr. Und wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.